Hey, hier ein ganz kurzes Video über die Gefahren des positiven Denkens. Ich halte sehr viel von positiven Denken, von positiven Affirmationen, von Glaubenssatzarbeit. Aber ich habe gemerkt, da gibt es auch ja, Dinge, die man falsch machen kann, beziehungsweise wo man sich was vormachen kann. Und da wollte ich auf zwei Punkte eingehen. Das erste ist, das kenne ich von mir, das habe ich früher gemacht, ist schon besser geworden. Und zwar immer, wenn mir was Schlechtes, was Schmerzhaftes passiert ist, wo ich raus wollte aus der Situation, habe ich so ein Muster entwickelt, dass ich immer sofort ganz schnell eine Lösung wusste. Also mir ist was passiert, es war nicht gut. Und ich habe sofort eine Lösung entwickelt. Also ich bin wirklich richtig schnell in Lösungen finden. Das ist in meiner Arbeit, kommt mir das sehr zugute, weil wenn Patienten mir erzählen, für alle, die es nicht wissen, ich arbeite als Heilpraktikerin oder auch via Skype mache ich Coachings. Ich weiß sofort eine Lösung. Ich meine, bei meinen Patienten, ich sag die nicht. Die Leute sollen ja selber drauf kommen. Die Lösung liegt ja in ihnen selbst. Aber ich weiß sofort, wo die Spur ist. Ja? Und so habe ich das auch bei mir gemacht. Und das Problem daran ist, dass ich den Schmerzpunkt übersprungen habe. Zu spüren, dass das Thema wehtut. Warum ist es wichtig? Wenn du nie spürst, dass dir etwas wehtut, dann gehst du nicht raus aus der Situation. Ich habe zum Beispiel ganz lange, also ein Jahr gebraucht, um mich aus einer Beziehung zu lösen, weil ich einfach nicht zugelassen habe, die Seite zu spüren, die mich schmerzt. Ich habe immer das Positive gesehen. Ich habe mich festgehalten an dem, was gut war. Ja. Ja, ich habe den Teil ausgeblendet, wo ich gelitten habe. Und das ist einfach, das tut nicht gut. Es ist wichtig, den Schmerz zu spüren, um aus der Situation rauszugehen. Die zweite Gefahr, die ich sehe, ist, kennt ihr vielleicht die Glaubenssatzarbeit, Affirmationsarbeit? Zum Beispiel bemerke ich den Satz, ich mag meinen Körper nicht und dann, das ist der Glaubenssatz, ja, ich finde mich hässlich oder was auch immer, Geld stinkt, ich bin nicht gut in dem, was ich mache. Was auch immer. Und dann gibt es ja die Glaubenssatzarbeit, wo du dann diesen Glaubenssatz verbrennst und eine Affirmation, also eine positive Ausrichtung dir aussuchst, auswählst und dann sozusagen einen positiven Vibe reinbringst. Ja? Und die Gefahr dabei ist, dass man sich was vormacht. Du kannst vielleicht sagen, ich bin hübsch. Und du kannst dir das auch tausendmal sagen. Aber dein Unterbewusstsein weiß einfach, das glaube ich dir nicht. Ja? Also, dass wir uns selber etwas vormachen. Es bringt nichts, das tausendmal zu wiederholen. Das wird dann auch nicht besser. Dass der wichtige Schritt dabei ist, zu spüren, wo kommt das allen andere her? Warum finde ich mich hässlich? Warum habe ich Probleme mit Geld? Ja, also das Dahinterschauen ist total wichtig. Und ja, also dein System spürt, wenn du dir was vormachst und da hilft noch so viel positives Denken, wenn du das Thema dahinter nicht geklärt hast, nicht geschaut hast, woher das Leiden kommt, dann wird es sich auch nicht ändern. Ja,
Das war es dazu. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Tipp 1 war, oder erstes wachsam werden, spür den Schmerz, sonst kommst du aus der Situation nicht raus. Und der zweite Punkt, mach dir nichts vor. Manchmal hilft das so zu tun, als ob, aber wenn du bemerkst, dass sich nichts an der tieferen Ebene ändert, dann schau dahin. Schau zu dem Thema. Okay, so viel von mir zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und freue mich, wenn du auch das nächste Video anschaust. Und ja, wünsche dir viel Freude und ganz viel Liebe und Selbstverantwortung. Ja, bis bald. Ciao.